Ja, hallo, in dem Video möchte ich euch mal erzählen, wie ich zu dem Thema oder zu dem Ausspruch, wenn ich Frau bin, stehe. Ich selbst werde immer wieder angeschrieben oder auch angesprochen mit solchen Fragen, die beginnen mit, wenn du Frau bist. Oder ich kriege auch immer wieder E-Mails oder auch persönliche Gespräche, in denen das dann erwähnt wird, wenn ich Frau bin. Ich sage dann immer, wann bist du denn Frau? Ja, wenn ich Frauenkleider anziehe, dann bin ich Frau. Dann sage ich, das stimmt doch gar nicht. Wenn du Frauenkleider anziehst, bist du genau derselbe Mann wie vorher auch, nur dass du eben Frauenkleider anhast. Ja, aber dann fühle ich mich wie eine Frau. Das kannst du doch gar nicht wissen. Sag ich, aha, ich kann das nicht wissen, wie du dich fühlst. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich kann nicht wissen, wie du dich fühlst, aber du kannst auch nicht wissen, wie sich eine Frau fühlt. Dann ist erstmal Schweigen und meistens ist es dann das Thema dann auch beendet und wird gewechselt. Weil das ist ein Totschlagargument. Es ist ein Totschlagargument zu sagen, du weißt doch nicht, wie ich mich fühle. Richtig? Das weiß ich nicht. Aber im Gegenzug zu behaupten, dann bin ich eine Frau, ich fühle mich wie eine Frau. Dann sage ich nämlich auch, du kannst doch gar nicht wissen, wie sich eine Frau fühlt. Genauso wenig, wie ich wissen kann, wie du dich fühlst, genauso wenig kannst du wissen, wie sich eine Frau fühlt. Und da liegt der Hund begraben. Also, es ist schwachsinnig zu sagen, wenn ich Frau bin, weil ich mich wie eine Frau fühle. Ich habe Frauenkleider an und dann fühle ich mich wie eine Frau. Wohlgemerkt, ich rede nicht von der Transsexualität, das ist ein ganz anderes Thema. Sondern ich rede von der Aussage, wenn ich Frauenkleider anhabe, dann fühle ich wie eine Frau, dann bin ich eine Frau. Das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Und es ist nicht nur Blödsinn, sondern es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, wenn jemand zu mir sagt, dann bin ich eine Frau, ich habe Frauenkleider an, dann bin ich eine Frau, in dem Moment lügt er mich an. Es ist auch gar nicht so schlimm. Schlimm ist es vielmehr nicht, dass er mich anlügt oder auch mit der Aussage auch andere anlügt, sondern das Schlimmste ist meines Erachtens, dass sich jeder selbst anlügt. Der Mensch ist Meister im Selbstbelügen. Der Mensch ist Meister im Schönreden. Und genau deswegen machen das Männer auch. Männer sagen, wenn sie Frauenkleider angezogen haben, jetzt bin ich eine Frau. Das ist ein Schönreden. Weil wir damit groß geworden sind, dass wir das nicht machen. Aber es dennoch macht, dann fällt es unheimlich schwer, das auch zuzugeben, das beim Namen zu nennen. Also ist es viel einfacher zu sagen, ja, ich ziehe Frauenkleider an, weil ich bin ja eine Frau. Und in dem Moment, wo man das macht, übersieht man oder vergisst man oder macht sich gar keine Gedanken darüber, was das überhaupt bedeutet, was das überhaupt auslöst, bei anderen auslöst, was das in einem selbst auslöst. Weil man müsste sich ja der Wahrheit stellen und sagen, ich finde es total toll, mich zu schminken, ich finde total toll, die Frauenkleidung anzuziehen, ich finde es total toll,
eine Freistrumpfhose anzuziehen. Es fällt schwer zu sagen, ich bin ein Mann und ich finde es toll. Weil tief in uns drin ist es verankert, dass man das nicht macht. Das ist weibisch, das ist Schwulenkram, was weiß ich, man macht es halt nicht. Deswegen redet man sich das schön, weil man sucht sich einen Grund, warum man das denn dennoch macht, nämlich, weil ich eine Frau bin. Wie gesagt, nochmal, ich rede hier nicht von Sexualität. Transsexualität ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja? So. Deswegen sage ich, jeder, der mich auch anschreibt und mich solche Sachen fragt, wie oft bist du denn Frau? Was magst du denn als Frau? Da sage ich immer, ich mache genau dasselbe, was ich auch als Mann mache. Ich mag als Mann Pommes und Schnitzel, oder besser gesagt Schnitzel mit Pommes, und wenn ich Frauenkleider anhabe, mag ich genauso Pommes mit Schnitzel. Das ist kein Unterschied und ich esse auch genauso viel Schnitzel mit Pommes, egal ob ich T-Shirt und Jeanshose anhabe und kein Make-up oder ob ich einen Rock anhabe und Make-up im Gesicht habe und eine Perücke. Deswegen mag ich genauso gern Schnitzel. Verändert sich nichts daran. Warum? Weil ich ein und derselbe Mensch bin. Also, Männer, wenn ihr Spaß daran habt, Frauenkleider anzuziehen, wenn ihr Spaß daran habt, euch zu schminken, dann überlegt mal, das auch beim Namen zu nennen. Also nicht zu sagen, wenn ich Frau bin, sondern einfach zu sagen, wenn ich Frauenkleider anhabe. Aber sagt nicht, dann bin ich eine Frau. Das funktioniert nicht. Niemand auf der Welt kann wissen, wie sich jemand anders da fühlt. Du kannst dich die Arbeitskleidung von deinen Kollegen anziehen und sagen, jetzt bin ich der Herbert. Du kannst sagen, jetzt habe ich den Herbert seine Klamotten an, jetzt schaue ich aus wie der Herbert. Weiß ich nicht. Aber du kannst nicht sagen, ich bin der Herbert. Und so geht es auch nicht andersrum. Du kannst auch nicht sagen, jetzt ziehe ich Frauenkleider an und jetzt bin ich eine Frau. Ich kann natürlich, aktuelle Lidl-Werbung, ich kaufe jetzt alle Klamotten, die Heidi Klum anhat und dann bin ich die Heidi Klum. Nö. Wenn es gut klappt und es gut drauf hast, dann kannst du sagen, ich ziehe dieselben Klamotten an wie die Heidi Klum und schaue ich so aus wie die Heidi Klum. Ist okay. Aber du kannst nicht sagen, jetzt bin ich die Heidi Klum und noch wie weniger kannst du sagen, jetzt fühle ich mich wie die Heidi Klum. Das geht nicht.